trifft uns hier in Lipanoi zur Neueröffnung von Be Noise Place mit Entenschenkel, Fleisch, Gemüsepfanne, Gulasch, Kohlrouladen, Lammbraten etc. etc. Alles in deutscher Hand, gekocht von einer Thailänderin. Jetzt stellen wir mal die Wirtin vor und schauen mal, was Sache ist. Hallo Noi. Ich schaue die Kap. Und im Hintergrund ist der Rauchgünder, der hier die Fäden zieht. Die ersten Gäste sind natürlich auch schon eingetroffen. Und zum Gruppenbild stellt sich jetzt die Wirtin mit der deutschen Frau Dagmar ins Bild. So, und hier haben wir, wie gesagt, die kleine Ausschanksbar. Individuell werden die Gäste begrüßt mit der Speisekarte. Hier hinten. I like this. Two duck. Okay. Hier hinten haben wir Sitzgelegenheiten und da werden wir uns jetzt platzieren. Ganz neu errichtet. Die Sitzgelegenheit für die Gäste auch im Freien. Ein wunderschön angelegter Garten ist auch mit dabei. Und hier noch einmal die Sitzgelegenheiten. Kommen und bedienen die Gäste. Heute ist der 1. Oktober in Koh Samui, in dem Eck, nein, ja, es ist nicht in dem Eck, in Koh Samui, in dem Landstrich Lipa Noi. Eine neue So, die Wirtin hat gerade was zu essen gebracht. Und zwar Entenkeule mit deutschen Kartoffeln und deutschem Rotkraut. Das kann sein. Hier haben wir Gulasch für den Heinz. Also sichtbar, es schmeckt. Ende vom Lied. Es ist gegessen und man hat zufriedene Gesichter. Vielen herzlichen Dank, Günther, und vielen herzlichen Dank, Roy. Es war ein wunderbares Erlebnis hier zu essen. Nochmal die Wirtin. Die Dagmar ist noch am Essen. Und noch einmal der Chef.